Aber John! Mhm. Die entführt mir die jetzt nicht beide. Doch, ist dein Ernst? Ab ins Wasser mit dir. Jetzt nein, nicht in jetzt vielleicht mal du die Welt. Ab ins die Wasser. Poolparty nicht eröffnet. In dem Kleid. Was haltet ihr von nicht, der Idee? Nicht in dem Kleid. Ich hab ne Idee. Ganz hier. Doppel ist mir scheißegal. Nee, das geht nicht ums... Also, nee, darum geht's nicht. Dann zieht sie es voll raus, ist mir auch egal. Nein, ich habe ihm was versprochen dazu. Aber da hinten wartet die Dynasty-Familie auf ihr letztes Mitglied. Muss mich weiter wegstehen, das darf nicht so laut sein. Wie macht Finn das eigentlich? Da wird noch diskutiert. Ja, ach Gott. Glaubst du nicht, wie viel ich heute schon diskutiert habe? Oh ja, oh ja. Wie immer sehr schön gesungen, aber ich glaube, das habe ich dir schon gesagt. Ne? Dann heißt es für uns. Ja, aber ich höre es immer wieder gern. Danke. Ja, gern. Kein Problem. Nein, du kannst mit den du hattest auch einen neuen Song in der Pipeline, machen. Ne? Ja, der ist. Eigentlich ist alles fertig. Ich warte nur noch auf Mr. Gibson und einen freien Slot. Ah ja, super. Ja, Gibson sagte mir schon, dass er bis Montag auf gar keinen Fall Zeit hat. Ja, also da genau, das wird. Ich weiß jetzt alles ein bisschen ziehen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Künstler die mittlerweile haben, ey. Ich stell mir das anstrengend vor. Oh ja, die stehen ja manchmal von morgens bis abends durchgehend und sind nur am Rekorden. Nur am Rekorden. Mhm. Tja. Da, siehe, du das hast hat den, nicht funktioniert. Doch. Schade. Du bist auch schön. Ach, sie zieht sich aus, ja? Ja. Sehr gut. Sehr schön. Wer zieht sich aus? Die Braut. Niemand! Weil die Familie wartet auf ihr letztes Mitglied. Mhm. Hey, Allison! Na, ihr Nassen? Mhm. Na, du Nasse, du bist auch nicht fein. Nee. Ja, doch, klar, Allison. Absolut. Henriette, hilfst du mir kurz? Ja, klar, komm, los geht's! Nein, Allison, komm! Los geht's! Moment! Oh, scheiße, sie schnell mit den Schuhen, oh mein Gott! Das meine ich unmöglich, wie ist das so schnell? Bleib hier! Bleib hier! Halt, bleib hier! Dann ohne Kleid, Allison. Doch. Komm. Ich gehe auch ohne Kleid rein, wenn du ohne Kleid reingehst. Allison. So ein Kleid kann man ausziehen. Ja, gut. Ja, aber zwingen kann man niemanden. Dann spürt er jetzt mal, wie das ist, alles. Vielleicht ist es ihm eine Lehre. Ja, gut, oder? Mhm. Guck mal, sogar das Brautpaar ist reingegangen, Allison. Auf dem Weg. Bin ein bisschen nass. Mein Gott, André, wo kommst du gerade her? Ich kann lange kochen. Weißt du, John, das sieht richtig gut aus, dein nasses Anzug. Ja, das war's schon, John. Toll. Das war's schon? Hä? Was? Das war's schon? John, das war's doch noch nicht, oder? Ah, dachte schon. Oh mein Gott, John. Oh mein Gott, jetzt komm hoch! John! Jetzt komm hoch! Oh mein Gott! Ja, sorry, ist gut! Oh mein Gott, du musst nicht zeigen, wie lange du Luft anhalten kannst, Alter! Tiefseetaucher! Sehr cool, sehr gut! John! Muss jetzt wirklich auf dich aufpassen, oh mein Gott! Auch nicht schlecht! John! John! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, da hab ich so eine Angst. Warum?
Oh Gott, John, machst du jetzt gerade in die Oh mein Gott, geh doch auf Toilette! Oh. Na, als ob ich sowas tun würde. Mit einem weißen Anzug, ist klar. Ja, aber ich würde sagen, bei dir, wo es gerade war, ist egal. Ja, aber aus dem Kleid läuft das ein. Na, egal. Ja, das ist auch ja, es wurde gerade warm. Mhm. Ja. Es klebt. Mhm. Mal die Krawatte ausziehen. Ja, natürlich, jetzt ist es viel besser. Jetzt klebt das viel weniger, wenn die Krawatte ausziehst. Sehr gut. Du hast es raus. Ja, ich werde mich hier jetzt nicht nackig machen. Oh nein, bitte nicht. Warum nicht? Ach, nur so. Hm? Komisch, wenn ich hier so sabbernd rumstehe, oder? Wo sabberst du denn? Das ist doch easy. Nee. Ich glaube, ich ziehe bei Markus und Leonora ein. Was bitte? So schlimm? Nee, ich habe heute ein Zimmer angeboten bekommen bei denen. Okay. Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ja. Wollte ja, mit mir zum Junggesellenabschied? War nicht da? Wollte mit mir zur Hochzeit? Ja, ebenfalls nicht da. Ich, Ich hab gerade ein Geschrei gehört. Entschuldige bitte. Wollte mit mir zum Junggesellenabschied? War nicht da. Er wollte mit mir zur Hochzeit? War nicht da. Ich glaube, das soll was heißen. Tja, passiert. Aber ach nee. Der Tag geht nicht um mich, John, sondern um dich. Es geht immer um alle. Nein, heute geht's um euch zwei. Ja. Ausnahmsweise. Ja. Ja, nee, das musst du mal akzeptieren. Ich bin gerade im Gedanken bei Leonore. Ich weiß. Hab's sogar geschafft, Markus vom Trinken abzuhalten, bis der scheiß Hawkins kam. Also der andere, also der Chefarzt, ehemals Chefarzt. Du weißt schon. Ist verwirrend, dass sie beide Hawkins heißen. Ein bisschen stolz auf mich. Tatsächlich noch nicht mal viel auf meinem Handy los. Das ist unglaublich. Oh, könnte es etwa sein, dass alle wissen, dass du heute heiratest und dich ja nicht mal in Ruhe lassen? Oh mein Gott. Hm, ich glaube, es gibt doch vernünftige Leute. Was sollst du trinken, Hund? Deine Rede war übrigens. Naja. Geht besser, ich weiß, ich hab schon gehört. Na? Hey, Steven! Nein. Ich hätte gerne was Alkoholfreies. Für die Dame ein Tequila und für mich auch bitte. Also alkoholfrei ist echt schwierig, ne? Ja, Tequila zweimal bitte. Ja, okay. Einen sehr leckeren Wodka, ne? Nein, ich trinke mit John Tequila. Oh, Entschuldigung. Ja, den Tequila nehme ich auch. Das ist Tequila direkt in der Flasche. Ja, genau. Ich trinke aber eine ganze Flasche Tequila. Ist gar kein Problem. Ja, ist super. Natürlich. Ich hatte gerade auch schon an. Ah, da. Oh. Na dann. Prost, John. Auf dich. Cheers. Ja. Auf, ja. Und so. Zum Wohl. So. Nein. Meine Bestellung, bitte. Ja, Wodka? Da. Das kriegen wir doch hin. Warum zwingen mich immer alle zum Trinken? Das ist passiver. Ah. Dann wünsche ich dir doch einen schönen Abend. Ach Mann. Ja, und dir auch. Ja, das ist Daniel. Weißt du, was gemein war vorhin? Diese komische Pflaumenschnaps. Was denn? Der hat nämlich erst so 10 Minuten später dein Ernst jetzt. Wodka, der Tequila braucht auch ein bisschen. Ja, doll. Flasche einmal. Oh mein Gott, nein, nein, John, nein. Nein, wo hast du den her? Was hast du denn her?
Der stand hier. Wahrscheinlich gibt es davon nur eine Flasche, ne? Natürlich gibt es davon nur eine Flasche. Nein, ich trinke mit. Ernsthaft? Ihr solltet jetzt nicht direkt noch was trinken. Guck, wir sollten nicht direkt noch was trinken. Also nach der Flasche Tequila ist das ein bisschen... Beide hier liegen. Willst du, dass das MD wiederkommt? Also noch eine Flasche? Kannst ja mit ein bisschen Eis die runterspülen erstmal. Alter, da liegt nichts anderes mehr dabei. Hey, Markus. Moin. Ja, willst du was trinken? Was? Willst du was trinken? Ich hab euch hier gesehen. Ja. Hey, ihr seid jetzt zu zweit, die mich zwingen, irgendwas zu trinken. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Wird. Der schafft es beide immer wieder. Ich halte mich ziemlich gut im Zaun. Ja, ich bin auch wirklich erstaunt. Also wenn Hawkins nicht gewesen wäre, hätte ich dich auch noch länger davon abgehalten, so ist nicht. Ah, gut. Hey Ellie. Hi. Hallo. Frage ist, wie kommen wir noch mal einen alkoholfreien Cocktail nehmen. Ja klar, kriegen wir. Kommen wir zurück zu unseren Autos, ist die bessere Frage. Mit dem Taxi? Der Cruise irgendwo gesehen? Ich glaube, der ist eigentlich hier mit der Dame. Ich wollte gerade sagen, ich hätte Cruise jetzt eher bei Ellie vermutet. Wen? Hast du Cruise gesehen? Der Herr mit dem Zylinder. Ja, Typ mit dem Zylinder. Ach so, ich denke gerade, ich kenne nur Joe. Ah ja, Joe, sorry. Ja, Joe. Ja, es gibt bei mir entweder Dienstnummer oder Nachnamen, eins von beiden. Außer bei Harriet. Da gibt es Spitznamen. Und ja, bei da gibt es Spitznamen, die... Oh Gott. Ja, ich habe Elchen schon gehört. Ihm schreibt dir mal 15 Champagner auf. Ja. So, stell dich einmal hier hin, ja. Ah, danke schön, vielen Dank. Bitte sehr. Nee, ich habe ihn leider aus dem Augen verloren. Er wurde irgendwie gejagt. Warum hast du keine Schuhe an? Ich war im Wasser. Wie, mit John? Ja. Du warst im Wasser? Markus? Ja. Ich habe John ins Wasser gezählt. Ja. Warte mal. Kommst du mal einmal? Haben wir nämlich noch so ein bisschen was. Das kriegen wir doch geregelt. Was schmeckt denn? Truth Bar jetzt. Oh! So kann ich jetzt weiß. Oh, Steve, jetzt weiß. Ach du Scheiße. Der ist super, der. Oh mein Gott, jetzt weiß. Tequila, ach, du, ach, leck mich am Arsch. Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott. Oh mein. Ja. Oh Gott. Ist gut? Ja! Ich weiß nicht. Ich glaube, mich hat jemand. Oh mein Gott, ich glaube, jemand hat gezwungen, mich eine ganze Flasche Tequila. Oh Gott. Du hast eine Flasche Tequila gesoffen. Ich habe eine Flasche Tequila gesoffen. Oh Gott. Dann viel Spaß beim Lallen. Ja. Ach, vielleicht war es auch Wodka. Das scheiße, es war Wodka. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel. Ach du Scheiße, Joe, bist du fertig. Ey, Joe, geile Unterwäsche. Das ist mega, oder? Bist du? Es funktioniert. Wenn du noch was brauchst, was funktioniert? Ein kurzer Anruf und dann eine kurze Ansage, dann funktioniert das. Oh Gott, ist Harriet besoffen? Ja, ja, ja. Brauchst du eine Zwischencola? Ja, bitte. Hoch mit dir. Warte, erstmal eine Zwischencola für die Dame. Hoch mit mir, ja klar, warte. Gut, hoch. Welche Dame? Bin stehen. Ja, das geht doch viel mehr, wenn ich jetzt stehe. Das ist hervorragend toll. Sehr gut, komm, wir bewegen uns ein bisschen. Oh mein Gott, nein. Ich gewöhne mich dazu. Oh mein Gott. Aber ich meine, da du keine... Warte mal, du wolltest wie 40 ja trotzdem machen, ne? Ja, klar, mach ich. 40, das 40? Bitte. Hat sie heute schon wieder 20 zu bekommen? Ja, klar. Uch. Ich weiß nicht wo, aber ja. Gar kein Problem. Wie hast du es geschafft, heute und gestern zweimal 20 zu... einmal 20... Zweimal 40 waren es gestern und heute. Zweimal 40. Hast du vorhin noch gesagt, du trinkst keinen Alkohol? Ja, hab ich. Ich hab's. Ich meine, wenn John mir. John hat gesagt, Alkohol trinken, dann trinke ich natürlich Alkohol. Ist gar kein Problem. Dann hat irgendwie Steven gesagt, es gibt nur eine Flasche Wodka, was anderes gibt's nicht. Ja, warum nicht? Oh Gott. Ja, gönn dir. Gott. Was gönn? Was soll ich mir gönnen? So. Ich würde sagen, auf wen jetzt von Wasser, euch soll ich mir. Was? Ja, hopp rein mit der. Oh, klar. Alles klar. Weg, aus, weg. Ja. Ah, ja, okay. Oh nein, ich möchte nicht schon wieder besoffen spielen, Mann. Ich möchte einfach nicht schon wieder besoffen spielen. Ich trinke jetzt auch mal einen. Könnte ich auftauchen? Oh, uff! Ich bin Galaxy einfach der Beste. Weiß jetzt eigentlich einer, wo Sean ist? Nee. Ey! Wollen wir Sean mal suchen? Jetzt, hey, gar nicht, ich bin reingesprungen! Er hat mich voll verarscht, Mann. Oh, Stufe. Oh Gott. Oh Gott, Scheiße. Warte mal. Komm her, oh.
Au, das hat weh. Genau, vorsichtig, die Steine sind glatt und rutschig. Jo, oh scheiße, was? Harriet, komm. Ich mal einmal kurz ein, dann komm mal einmal mit. Ja, ich komm mal mit. Wir setzen uns jetzt einfach mal gemütlich auf die Treppe. Oh, sitzen ist super. Und dann geht's dir gleich besser. Wenn ich kann, dann Chef fragen, ob's okay. Sitzen ist super. Auf welche Treppe setzen wir denn? Es gibt viele hier. Das ist ganz schön groß hier. Ich glaube, ich geh mal kurz mein Auto holen. Oh, guck mal, das ist hier ist auch bequem. Komm, setz dich hier mal hin. Ja, klar, John, alles, was du möchtest. Ich hab dir ja gesagt, heute mache ich alles. Alles, was du möchtest, John. Alles. Ja, du hast doch gesagt, ich kann heute mit dir machen, was ich will. Ja, ich hab doch bisher alles gemacht, oder nicht? Dann steck dir mal einen Dollar zu. Ja, ich hab hier keinen Dollar zu. Nee. Heute war dollarfreie Zeit. Alles gut. Ja, sie macht alles, was du willst. Jetzt provozier's nicht, Markus. Ich muss es nicht ausnutzen, alles gut. Richtig. Ach, scheiße. Oh Mann. Kann heute echt so ein schöner Tag werden. Ist so ein schöner Tag. Schon geheiratet? Ja. Oh, es war echt ein schöner Traum. Und wie fandst du die Trauung? Die war super schön. Super, super schön. Das war eine tolle Rede. Ihr sah super aus. Dominik und ich sah super aus. Und immerhin habe ich verstanden, wie man den Ring wie zustecken muss, im Gegensatz zu Dominik. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ja. Ja, es ist okay, dass Dominik dir den Ring angesteckt hat. Das ist gar kein Problem. Passiert. Du hast ja quasi mit dazu geheiratet, weißt du? Ja, ist kein Problem. Dafür war ich doch da, oder nicht? Was? Ja, so jetzt ein Schwager oder so. Was? Dominik. Ist doch jetzt ein Schwager, da kann er dir auch den Ring anstecken, oder nicht? Gott, ja, gerne, John. Dafür war ich doch da, oder nicht? Machen das sich Trauzeugen? Hab ich mal gelesen. Hm. Ja, erklär mir bitte diese Maske, die du mir geschenkt hast. Du weißt ganz genau, wie die gemeint ist. Es ist einfach so eine Erinnerung, dass du es nie mehr vergisst. Das werde ich definitiv nicht vergessen. Perfekt. Ich habe ihm Lottis Maske geschickt. Ja, natürlich habe ich ihm Lottis Maske geschickt. Und noch was anderes schon. Ich hab dir auch noch ein richtiges geschickt. Nein, ich hoffe nicht. Ja, das andere ist total toll. Ich hab's mir auch schon angehört. Oh scheiße, hast du wirklich? Oh scheiße. Was denn? Nix. Ach oh, scheiße, nein, was du darfst damit machen, was du willst. Oh scheiße. Keine Pornos. Also was? Ja, keine Pornos, weil guck doch Markus an, was der hätte wieder denkt. Das musste ich jetzt klatschen. Guck ihn dir einfach an. Naja, nach der Aussage, du machst heute alles, was er will und ich habe für dich was aufgenommen, was macht dein Kopf aus der Geschichte? Alles. Was nicht? Ich habe schon einen Song geschickt. Ah. Mhm. Nur schon. Okay. Ach Gott, das liegt schon wieder falsch für dich, ne? Ach mein Gott. Aber hey, meine Laune geht hoch. Na, ich merke das schon sehr gut. Also toll, dass ich dich immer nur belustige, wenn ich besoffen bin. Nö, das habe ich nie gesagt. Ah ja, stimmt, ich bin ja. Stimmt, ich belustige alle immer. Ja, stimmt. Ich lass mal nur kurz ein Taxi herholen und komme mit dem Auto wieder. Ja? Schwierig. Wo ist dein Auto? Krankenhaus. Beziehungsweise nächste Garage. Okay. Jetzt sollst du nicht zum Krankenhaus fahren. Krankenhaus würde ich mitkommen. Kurz, weil mein Auto steht auch noch da in der Garage. Oh, mein Roller steht auch. Ich hole ein Taxi. Oh, los, fahr ein Taxi. Oh mein Gott, ich bin in der Limousine hierher gefahren. Das ist nicht cool. Hallo, ich einmal vom Häschen abholen und zum Krankenhaus fahren. Das war cool, ich bin bei Libo gefahren. Mit Joe. Alles klar, ja. Dann sind wir in 5 bis 10 Minuten oben vorne. Tschüss. Harriet, du fährst übrigens nicht mehr in deinen Roller hier hin. Ich fahr sowas von meiner Rolle hier hin. Nee. Du bleibst hier schön und wir kommen mit unseren Autos wieder und nehme ich dich heute Abend mit. Nein. Wir müssen noch Schlüssel machen. Nein. Ich zieh einfach wieder nichts auf seit. Ach, Leute.
Immer diese Leute, die Geld ausgeben wollen. Ich fühle mich schlecht, wenn ich dich nicht bezahlen würde. Und dieses scheiß Haus kostet deutlich mehr als 80 Dollar pro Nacht. Ja, dann sei unser Gast und fertig. Irgendwann mal kommt Izzy wieder und dann klärst du das mit dem. Dann guckst du, ob du, ja, was ihr macht. Ob ihr euch beide getrennt eine Wohnung sucht oder ob ihr euch dann endlich mal zu zweit was sucht, aber dann ist es zumindest geklärt. Und bis dahin, ja, nutzt es aus. Nutzt es aus, solange die Möglichkeit da ist, ansonsten werde ich stinksauer. Oh Gott, das könnte echt aufhören, sich langsam zu drehen. Oh mein Gott, gut, dass ich uns davon abgehalten, den scheiß Mutschein doch zu kippen. Ja, ihr trinkt nach einem Wodka, haut ihr euch nichts hinterher. Ja, bist du jetzt wahrscheinlich. Ah, oh, ist das, was Harkins wohl gemacht hat? Oh mein Gott. Ja, genau. Ich habe heute schon wieder kurz gerührt, das ist so ekelhaft. Ist alles in Ordnung? Ja, es ist alles super. Die Frau verträgt nichts. Die Frau verträgt, sie macht gar nichts. David? Ey, yo. Was denn, Nami? Was hab ich jetzt gemacht? Wie viel hast du schon getrunken? Ich hab wohl so Pflaumenschnaps getrunken und so eine ganze Flasche Wodka mit Johnny. Kirscheis auch? Ich glaube jetzt nicht mehr, vorhin wäre Kirscheis super gewesen. Du solltest vor der Flasche. Anrufen. Vor der Flasche Wodka, ja, scheiße, oh. Ich vergesse. Was, Kirscheis? Ja, oh. Ihr habt die Kirscheis? Kirscheis ist super geil. Mhm. Auch. Mhm. Er ist leider exklusiv. Ey. Ey. Ja, tut mir leid, Markus. Ich zu wenig dran oder was? Das ist leider exklusiv. Das ist so ein Frauending, Markus, das verstehst du nicht. Ja, und jetzt steht ihr hier so rum. Ihr könnt auch mit da reinkommen und ein bisschen Party mitmachen. Ich steh, glaube ich, nicht, oder? Steh ich? Ich hol kurz mein Auto. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, du stehst nicht. Okay, super, danke. Was hast du gesagt, Markus? Ich würd unser Auto dann auch noch kurz holen, weil das ist am Krankenhaus noch. Ja, und ich hol meine Rolle. Nein, du bleibst hier. Du fährst kein verdammtes motorisiertes Fahrzeug heute. Ich komm so fest vorbei, Mann. Einer muss doch einfach aufpassen. Warum hat Cruise... Ich frag mich auch, warum er eine Fliege anhat und seine Herzchen hüpft. Wo ist dein Zylinder, Cruise? Weil es da eine Wodka-Party gibt. Hat einer von euch einen Zettel einstecken? Jo. Warum? Warte. Warte. Oh Gott. Warte. Wie viele brauchst du? Ich bin mein Zettel dabei. Ich bestell die Sachen aufschreiben. Ich würde zwei nehmen, danke. Ah, scheiße. Hättest du es vorher gesagt. Was? Warum? Willst du deine Nummer verteilen jetzt, oder was? Das ist mir ein bisschen arg persönlich, mein Lieber. Ja, bitteschön. Ach, meinst du die Unterwäsche? Ja, komm, er kann's tragen. Und ey, die Fliege passt voll gut zur Unterwäsche. So ist es nicht, ja. Also, ja, mega, auf jeden, ne? Fall, auf jeden Fall Stil. Geh mal vor. Wovor? Komm mit. Ach, ihr macht also, das. Also, da schon wieder meine Schuhe, scheiße, Mann. Ich weiß nicht mehr, wo meine Schuhe sind. John? Warum zwingt ihr mich, wenn ich Alkohol zu trinken? Ich hab dich nicht gezwungen. Das stimmt, heute hast du mich nicht gezwungen, aber sonst schon. Ach, gestern, ja. Gestern wollt sie nicht trinken, ne? Heute wie gesagt, ich bin dafür die Birne böse. Voll, ne? Ja. Wer denn? Ist das hier nicht die mit uns gestern schwimmen war noch? Ich vertrag nichts. Das ist echt scheiße, Mann. Hallo, Phil. Ich verstehe nur Buchstaben. Wo sind deine Schuhe? Ich habe keine Ahnung, wo meine Schuhe sind. Ich bin auch mal ohne Schuhe zu Bewerbungsgesprächen gegangen. Das war ein bisschen peinlich. Ich wusste gar nicht, dass Einsatz so viele SCH haben kann. Das geht nicht. Gestern war sie mit uns noch schwimmen und heute ist sie betrunken. Gestern wollte sie nichts trinken. So schnell geht's. So schnell geht's, Leute. Ich werde heute sicher nicht mehr betrunken sein. Das gestern hat mir sowas von geraten. Jetzt ist der schon wieder weg. Ich habe in meinem Gürtel auf jeden Fall noch ein paar Flaschen Wodka. Warte, was ist das hier? Auch Moonshine habe ich auch noch. Also wenn es aufhört, sich zu drehen. Verkaufen die ja auch noch Moonshine? Ey, das war irgendwie so ein Special-Ding, keine Ahnung. War ein Hochzeitsgeschenk, glaube ich. Ach so, okay. Was du einkassiert hast. Jo. Habe ich bekommen von meinem Bräutigam, also nicht meinem Bräutigam, sondern dem Typen, für den ich Trauzeuge bin. Was ist das dann für mich? Mein Getrauzeugter. Keine Ahnung. Genau, dein Traugezeugter. Nein, mein Traugezeugter, ja, genau. Das wird nur schlecht und schlecht. Okay, also nicht hier gezeugt. Nicht drüber nachdenken. Ein gezogener Träuger? Ja, ich glaube, Justin. Was?
Gezogener Träuger klingt wie so ein Monster, ganz ehrlich. Okay. Ja. Okay. Oder wie so eine Karte von Magic früher. Okay. Oh ja. Okay. Gezogener Träuger. Wie geht? Ich spiele den gezogenen Träuger im Angriffsmodus. Der ist aber grün, oder? Ich denke, das ist ein grünes. Schisch, es dreht sich alles durch. Zwei grüne Teppen und dann ein gezogener Träuger. Ja, genau. Ich muss mal kurz zu meiner Fahrgelegenheit, ich muss nur meine Roller holen, sonst komme ich jetzt nicht vor. Vorsicht, Treppe. Jo, Treppe, alles klar, ist gar kein Problem. Ist das Taxi da? Wir sind sofort wieder da. Ja, ich komme mit. Was machen wir eigentlich, wenn wir losfallen, aber Ellie ist noch hier. Harriet, wir sind schon voll. Ey, nee, können wir doch jetzt hier nicht ein... Oh, nee, jetzt... Geht's ja, Nami? Doch, können wir. Nein. Nee, Nami kommt mit. Nee, warte, Nami kommt mit. Ja, Nami kommt mit. Dann bleib ich da. Ey, toll. Ja, pass mal, Johnny, pass mal auf Harriet auf, bitte. Jo. Och, nee, ich geh ins Wasser. Gib mir mal. Ups. Oh, fuck. Ich will nicht ständig besoffen spielen, Mann. Och, Mann, warum muss ich immer trinken? Lass mich doch einfach einmal nicht trinken. Ah, Grottenparty ist wahrscheinlich mit Musik, oder? Wenn ich mir das so angucke. Ist das Bounce-Musik? Da ich sie noch nicht höre, ist es, glaube ich, Bounce. Ja, ja. Warte, dann kann ich es, glaube ich, anmachen. Was ist mit Carsten? Ich hab gesagt, du bist ein Profisäufer. Ja, Harry ist auch da. Bin ich definitiv. Ich sitze hier gerade mit Finn und wir unterhalten uns über die Liebe. Entschuldigung, wollte ich nicht stören. Nee, wer hat denn jetzt eine Wodka hinterhergeworfen? Was ist falsch mit euch? Steven, Alter, es dreht mich immer noch. Soll ich in die scheiß Grotte kotzen oder was? Nein, du bist verarscht. Das ist das, was du sagst. Okay, Phil, wenn du das sagst, klar. Oh Gott. Jetzt hast du mich weggeschoben. Oh nein, ich kann mich nicht mit in die Grotte setzen. Das ist ganz schlecht. Warte kurz. Harry, du kannst auch hier oben stehen. Nee, ja, ich bleib einfach hier oben. Steht hier oben, ist gut. Gut, wenn du stehen möchtest, dann... Also, ich muss leider hier stehen, tut mir leid. Sonst geb ich dir Dollar, Harry. Nein, Dollar, freie Zone heute. Alter, mag jetzt aber auch am Limit, ne? Respekt und Anstand nicht nach oben. Sag hey, ich muss ganz dringend. Oh, Entschuldigung. Katze in der Maschine. Besser? Ich guck ja nicht, alles gut. Ich guck ja nicht. Ja. Was ist denn da? Ja, du könntest ruhig, das wäre okay. Also, ich hätte nicht Gedanken angerufen. John hat mich gezwungen, eine ganze Flasche Wodka zu trinken. Eine ganze Flasche. Natürlich, damit es gut riecht und dann kommt sie in den Trockner rein und ist. Ja, doch, ich habe mit dir geredet. Finn, das ist okay, wenn du da oben bist. Ach, du hast mit mir geredet. Ja, klar, hab ich mit dir geredet. Ob das wäre okay, wenn du da oben guckst. Ah, oh, danke. Ja, ja, danke. Ja, gerne. Sehr freundlich. Ja, sehr super. Ich glaube, ich brauche gleich nochmal Alkohol bei den Sprüchen. Alter, du brauchst mir echt keinen Wodka mehr herwerfen. Ich habe irgendwie noch 6 Flaschen im Gürtel. Ich habe noch Wodka. Nein, ich habe noch 6 Flaschen im Gürtel. Jetzt guck doch mal, ich kann mich gar nicht mehr richtig hinkriegen. Ich habe noch 6 Flaschen im Gürtel. Oh mein Gott, nein. Was ist mit mir? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, das klödert auch bei dir. Soll ich dir auch ein Haus stellen? Jo. Oh, ich mag meinen Job. Aber Harriet, ich glaube, dein Job mag dich auch. Es ist bald Zeit für die Elfenhüte. Ich hab meine im Anzug. Als ob du deine scheiß Elfenmütze dabei hast. Ja, ich hab meine Elfenmütze dabei, ja. Oh mein Gott, gib Finn eine Elfenmütze, bitte. Stopp. Oh mein Gott, ja. Stopp, du hast einen Elfenhut dabei? Ja, ich hab. Alter, das hab ich doch bei der Trauerrede erzählt, Mann. Es kommt von mir, Finn. Ich bin nervös vom Auftritt, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Ey, war voll schön die Rede. Ja! Hast du das echt eben gesagt? Ja? Also ich hätte das nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Oh Finn, ich wusste gar nicht, dass du so durchtrainiert bist, ach du Scheiße. Das sieht man doch im Anzug gar nicht. Ja, danke, danke. Ja, gerne. Wow. Das ist jetzt etwas unangenehm. Entschuldigung. Nee, alles gut, alles gut. Seht deine Elfenmütze, passt das? Ja, natürlich, das kommt von mir. Ich hab sogar eine mitgebracht für dich. Guck mal, was ich für einen Witz gestartet habe. Leck mich am Arsch, Alter. Ach, du heilige Mutter Maria. Ja, deswegen habe ich übrigens die MD Nummer 11 hin. Oh, das steht ja sogar fast auf eine Mütze. Also, das sieht halt... Du solltest das immer tragen. Ja, komm, Carsten, gib ihm einfach rein. Ich will sehen, wie Finn die Elfenmütze trägt. Das finde ich gut. Also, es macht nichts. Ich hab... Na, kurz reingeschmickt, direkt verliebt, dabei, was denn? Ach, die Location, ja, die Location ist großartig. Leonora, Markus geht's nicht gut. Leonora, Markus geht's gar nicht gut. Doch,
Ruft dir jetzt jemand die Crazy Wer möchte das denn los? Ich noch eine Elfenhut. Ich hätte noch einen Faltsambrero in der Hosentasche. Ich auch. Sambrero hätte ich auch dabei. Welche kann nicht wissen, was du sonst so... Ja, Ben! Du musst entweder runterkommen oder ein bisschen lauter reden. Man versteht dich da unten so schlecht. Ja, das tut mir leid, aber darunter kann ich nicht. Nein, ich sag's ja nur, ich verstehe dich so schlecht. Ja, ich will nicht ganz so schreien, weißt du? Es sind so viele Leute hier. Wir haben Sonntag. Ich hatte genau zwei. Ey, wow. Danke, danke, den probiere ich gleich an. So, dann setze ich mich jetzt einfach hier oben hin. Wie wär's damit? Ah, super, warte, ich setze mich daneben. Super. Du. Das vorsichtig machen mit dem Sitz. Ich bin aber ganz schlecht im Text. Ja, hier eingeklemmt zwischen Finn und dem Stein, da kann mir gar nichts passieren. Ja, eben, da kannst du nicht mal umkippen, wa? Richtig. Außer noch, ist es nach vorne. Wir sollten uns nicht anlehnen. Nicht anlehnen, ja? Nicht anlehnen, Tarsen? Du bist jetzt der offizielle Nicht-Anlehnen-Beauftragte. Wenn sich einer von uns anlehnt, dann musst du das unterbinden. Dann weg. Aber nach rechts kann ich doch, oder? Dann hau ich euch auf die Finger. Natürlich, also. Hier so Kopf auf die Schulter, hier. Oh, ja, mein Kopf ist ganz schwer. Machen dann auch live. Also, wenn du jetzt auch besser. Harry, du sollst dich nicht anlehnen. Doch, bei Finn schon, das geht. Nein, nach hinten, wa? Ja, doch. Ja, nach hinten. Beruhig dich. Naja. Das ist echt eine starke Schulter, Finn. Das ist echt super. Nee, ich hab keinen Schnauzer. Bei mir fällt das auch nicht auf. Ich hab einen Schnauzer. Mark hat einen. Er hätte ihn doch noch in der Hosentasche gehabt. Ja. Also, ich weiß noch nicht, welche Hosentasche, aber... Ja, ja. Aber Finn, zieh mal deinen Elfenhut auf. Ich will mal sehen, wie du mit Elfenhut aussiehst. Okay, komm, ich zieh mal gerade an. Ja, Finn ist überall kein Partner. Ja, jetzt sind wir im Partnerlook, Finn. Oh mein Gott. Ja, Finn, das ist perfekt. Ja, ich glaube, das neue Cover, das ist klar, wa? Elfenpower. Ja, es gibt sogar ein Lied über mich. Oh, ich hab den Song dafür. Timmy hat ne... Nein, wie war das? Ja, wie war der Text? Fuck! Timmy hat den Bogen raus. Der Timmy ist nicht dumm. Doch Mama, Dad und Vicky kommen wir ihn herum. Kein Problem für den kleinen Tim. Die Zauberfische helfen ihm. Ja. Oh, fuck, ich muss jetzt nachgucken. Ich muss den Text finden jetzt. Das schreibe ich mir auf. Kolossal, genial. Für den Schicksal. Elefants, Kumi, ganz der Himmel, Junge. Oh, das schreibe ich mir auf. Das ist eine gute Idee. Ja, gerne, Finn, ist gar kein Problem. Ich habe meine Muse auch immer beim Tier gefunden, ich sage dir. Okay. So kreativ, weil du nicht. Irgendwie ist die Musik aus. Kann das sein? Weil ist der DJ eingeschlagen? Leiter geworden, das stimmt. Der hat nicht bis hier oben hier drüben aufgedreht, wa? Warte mal, gibt's da nicht auch so ein Lied? Ich lieb den DJ oder so. Oh ja. DJ? Ich lieb den DJ. Na, das würde auch nicht zu deinem Stil passen, Finn. Ja, aber Cosmo, nee. Warte, passt auf jeden Fall viel besser zu Finn. Also Finn schreibt ja mehr über Liebe und Zweisamkeit, so. Na. Ja. Manchmal auch ganz viel Drama, wenn dann die Zweisamkeit nicht mehr so funktioniert. Ja, oh nein. Ja, wie bei mir. Oder bei mir. Ja. Ich bin die Tequila. Oh, bei dir? Ich muss nachher nochmal deine Musik anmachen. Und so ein bisschen weinen. Oh. Ja. Nein, wir wollen doch gute Laune haben. Ja, eben. Ich glaube, Steven, Steven, du musst uns nochmal einen Wodka geben. Carsten denkt schon wieder drüber nach. Der ist so wild, dass du schon nach unten gehst jetzt, oder was? Er hat uns nicht. Warte. Oh nein, Finn ist weg. Oh, fuck. Oh, Finn ist ja ein guter Typ. Carsten denkt schon wieder drüber nach. Gott, steht mir da. Mr. Wie lange die manchmal braucht. Scheiße, Mann! Wir nehmen auch einen Wodka. Finn war weg und Carsten, du hast auch nicht aufgepasst. Ich bin umgekippt, Mann. Ich bin umgefallen. Verdammte Scheiße! Bist du jetzt umgefallen? Ja, du bist weggegangen! Auf einmal war da keiner mehr! Scheiße, Mann! Ich hab manchmal so spontane Eingebungen. Ich bin das schon! Du bist sehr spontan, ja! Mag ich! Es tut mir leid! Dann hab ich so zwei Kondensstreifen hinter den Ohrläppchen und bin weg! Ja, wirklich! Oh, Finn! Zack, warst du weg! Wir haben Bier hier, das ist schlimm, wir machen einen! Warte! Ich werde uns auch mittrinken! Nee, ich bin einer für dich! Oh mein Gott! Ja, komm, scheiß drauf. Scheiß doch einfach drauf. Ja, auf dich, Finn. Also jetzt genau, und auf euch, damit ihr vergesst, dass euch das Herz gebrochen wurde.
So wie dir, Finn, du trinkst ein bisschen danach. Ja, der ist Bier. Ja, ist quasi kein Alkohol. Wir trinken jetzt. Jo, weg damit. Harriet, uns beiden ist das Herz gebrochen worden. Er fing links auch ein bisschen danach. Na, ich müsste erstmal jemanden finden, dem man das Herz sprechen könnte. Du willst jemanden finden, um ihm das Herz... Oh mein Gott. Nein, der mir das Herz brechen kann. Und mit anderen Worten, ich bin einsam. Ja, oh, komm mal her, komm mal her. Machen Gruppenkuscheln, oder? Das jetzt halt dich mal raus, Mann! Ihr seid so gut zu mir. Wir machen ein Gruppenkuscheln. Da, jetzt setzen wir uns erstmal wieder hin, oder? Ja, ja. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mit Finn Bluebell mal einen trinke. Wir haben halt Schnauzer Sandra, ne? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Am Ende des Tages, sag ich dir ganz ehrlich, ich gehe genau ans Klo wie ihr auch. Ja. Oh, danke für... Oh, scheiße. Ja, ja, scheiße. Ideen. Vor allen Dingen, Finn, wir wenn haben heute Partner-Outfit. Wir haben die Elfenmützen auf. Ja. Denkst du an die Menschen, die dir wichtig sind? Lehnst dich zurück, machst die Augen zu. Du musst dir demnächst nochmal so einen Cowboy-Hut hier besorgen. Ich hab dir aufstehen. Einen Cowboy-Hut, aber nicht dabei. Ah, scheiße. Finn, der steht hier mit, also mit der Sonnenbrille steht hier. Vorsicht, Vorsicht, ich werde gerufen, ich bin gleich wieder da. Oh nein, Langsam, langsam. Oh nein. Harriet. Scheiße. Was ist denn mit dir los? Harriet, nicht ertrinken. Du Scheiße. Mann, warum geht der immer weg? Verdammte Scheiße. Harriet. Oh Gott, oh. Warum geht der denn immer weg? Das ist weil echt der gefährlich. Immer, weil der Hummeln im Arsch hat. Der merkt das schon. Der hat Hummeln im Arsch, Harriet. Ich merke das schon. Wer hat dich gezwungen, Alkohol zu trinken? John! Ja, John! Und Steven hat mitgemacht. Ich bin enttäuscht, Steven. Echt. Ich dachte, wir haben da irgendwie so... Keine Ahnung, seitdem ich behandelt habe, dachte ich... Ach, nee. Das ist nur Eistee. Das ist Eistee. Harriet. Ja. Nee, irgendwie. Das ist halt super, der Eistee. John hat mich getrunken, eine ganze Flasche Wodka zu trinken, Alter. Echt? Eine ganze Flasche Wodka? Alles weg. Nein, also wenn du hier und dann, wollte er, dass ich umfalle, weil er mir direkt einen Mutschein in die Hand gedrückt hat. Und Steven, danke dafür, dass du gesagt hast, ich sollte es nicht tun. Das war du gut. Weißt, wenn du hier reinkotzt, wird das Wasser blau, ne? Ja, nee, das wird davon blau, dass du da gerade rein pinkelst, Gas, aber ist egal. Nein, ich pinkle hier nicht rein. Bist du denn verrückt? Natürlich nicht. Da wird das Wasser blau. Ich will doch kein blaues Wasser um mich rum. Dann weißt wie wär's doch, mit Finn Bluebell? Ist halt leider auch kein richtiger Umgang für uns, ne? Ich glaube, in den Kreisen sind die verkehrt, das sind nicht. Ungefähr die Kreise, in denen Dominik peinlich. Verkehrt. Das ist peinlicher als die Elfenmütze. Nichts ist peinlicher als die Elfenmütze, Carsten. Doch, wenn du ins Wasser pingelst. Carsten, diese Elfenmütze habe ich zum absoluten Witz gemacht. Vom ganzen MD, keiner hat dich für eins. Ich bin nur noch eine Lachnummer. Ja. Nein, du bist doch keine Lachnummer. Doch, ich bin doch du doch als Lachnummer da eingestellt. Ja, sei doch mal ganz ehrlich. Ich bin die Lachnummer und ich bin das fünfte Rad. Ich mach doch überhaupt nichts Medizinisches mehr, weißt du? Du machst nichts Medizinisches mehr. Ja, ist doch mal. Wann habe ich denn das letzte Mal den Notfall behandelt? Sei doch mal ganz ehrlich. Habt ihr mir noch einen Bitter genommen? Wie frech. Nein, ja, Carsten, rutsch! Ja, ich rutsch. Danke. Komm her, Finn. Ach nee. Nee. Ich kuschel gern. Das, was du mir da letztes Mal geschickt hast. Ja, ich hab auch noch irgendwas mit Kuschel gerne gehabt. Da muss ich wieder der Hamster muss da noch was. Der Hamster muss ganz schnell weg. Also mein Mitbewohner Finn sagt, der will später ins Haus kommen. Genau. Ich glaube, wir nehmen Harriet mit und kuscheln ein bisschen. Aber ja. Ey, der Hamster, der wird. Was? Weißt du, der nimmt alles mit. Was? Ich bin mal ein bisschen näher gerückt, Finn. Ich hoffe, es ist nicht so. Ja, kein Problem. Nein, weil wir waren bei dem Hut, glaube ich, stehen geblieben. Ah ja, der Hut ist super. Ich habe das letztens gelernt. Man sagt im Norden nicht Hallo oder guten Tag, man sagt Audi. Und als Abschied sagt man God bless America und unsere Waffen, fuck yeah. Oh, ich habe gestern die Nationalhymne für die singen dürfen. Die haben sich gefreut. Soll ich Emily eine SMS schreiben und sagen... Nein! Nein, du sollst gar nicht... Du denkst ja schon wieder an sie. Wieso hast du denn dein scheiß Handy hier dabei, Mann? Wir müssen nachfüllen. Kommst du da drauf? Carsten muss nachtanken. Okay, ja, ich glaube, ich muss nachtanken. Ist nicht da. Okay, er kümmert sich sehr gut.
Die Medizin wirkt nicht mehr. Wie gesagt, ich habe auch noch 5 Flaschen Wodka irgendwo im Köter steckt. Das ist ein bisschen unbequem. Ja, dann trinke ich das ewig. Abfahrt, Cruise, Abfahrt. Ist schon Sonntag. Ach, es ist schon Sonntag. Ja, okay. Achso, ich hab einen Ohrwurm. Timmy hat den Bogen raus. Verstehe. Sag mal, hin? Oh. Was ist denn das für ein Parfüm? Das riecht scheiße gut, Mann. Oh. Ja. Danke. Ja, gerne. Jetzt dreht sich wieder alles. Das ist mein Lieblingsduft. Ja, der riecht echt gut. Hast einen guten Geschmack, finde ich. Kannst du sicher das sagen? Das ist wirklich rot. Das macht nichts. Hast du mein Haar? Jetzt habe ich schon wieder, habe ich ein Bayou getrunken. Oh, Mann. Harriet, du bringst mich nachher nach Hause, oder? Ja, ich wollte gerade meinen Roller fahren gehen, aber schon hast du verboten. Ich würde doch jetzt heute nicht mehr fahren, wir nehmen uns ein Taxi. Wir holen uns Mark, ich muss meinen Fahrer aufrufen. Will, ne? Du hast einen Fahrer, Finn? Oh mein Gott, du hast sogar einen Fahrer. Also, nein, ich habe natürlich keinen Fahrer. Ich dachte schon, du bist so ein Abgehobener, weißt du? Nein, ich habe keinen Fahrer. Na Gott sei Dank. Ja. Na Gott sei Dank. Oh, das wäre jetzt komisch geworden. Nein, Alter. Nein, ich vergaß, ich musste meinen Fahrer ja entlassen. Du hattest mal einen Fahrer? Nein, natürlich nicht. Also, ich hatte keinen Fahrer. Weißt du, was mir mal passiert ist, Finn? Ich hatte John, mal, ob der mich nach Hause fährt. Ich hatte mal, der hat auch eine Flasche Wodka getrunken. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ja, genau. Ich hatte mal ein Fahrrad, Finn. Hab das einem Police Officer geliehen, nachdem er sich bei uns hat behandeln lassen und der irgendwie zum Department kommen musste. Und dann hat er sich das klauen lassen. Jetzt habe ich kein Fahrrad mehr. Welcher Police Officer war das? Eastgate. Oh, der klingt ja schon schrecklich. Eastgate. Das klingt so was, wie was eine Mutter rufen würde. Eastgate, auf ein Essen kommen. Eastgate. Ich höre die Musik an, die ist echt leiser geworden. Wer ist denn Eastgate? Der war schon häufiger bei uns, ich habe dich auch mal behandelt. Und wie gesagt, er hat das Fahrrad geliehen und er hat sich das klauen lassen. Ja. Wer hat sich das klauen lassen? Der Officer. Der Officer lässt sich das Fahrrad klauen. So was passiert mir den ganzen Tag, will ich weiß auch nicht, zieh das irgendwie an. Naja. Oh, also das ist natürlich ungünstig. Ja, das ist wirklich so witzig. Ich würde mir ja gerne ein Boot kaufen, aber das ist so... Ich hab ein Boot! Gut, dass du da bist. Was? Nächste Boot? Runde. Ich hab mir gestern ein Boot gekauft, Mann. Du hast gestern ein Boot gekauft? Ich hab mir gestern ein scheiß Boot gekauft mit Eastgate. Das müssen wir noch fahren, ne? Ich hab mir gestern, ein Boot mit Eastgate gekauft. Danke dir, für die anderen zwei auch, ja? Ja, ich glaub. Die müssen. Sehr schön. Jetzt steck mir doch nicht noch so eine scheiß Flasche hier an die Kleidung. Natürlich! Wir drehen heute richtig durch. Ey, dass wenn ich das nächste Mal ins Wasser gehe, das zieht richtig runter durch, sag's dir. Also noch ein Wodka? Wir trinken jetzt Wodka die ganze Nacht. Ich hab noch. Ja, jetzt hast du noch mehr. Klar. Doch. Natürlich! Ich steh die Frage nicht. So, Finn, dann stoßen wir an, oder? Für den DJ immer noch nicht, aber naja. Ja, dann auf uns, ja, und auf diesen Abend. Ja, nee. Auf geht das. Oh Gott, Leute, ich kann nicht. Prost. DJ, könntest du noch ein wenig aufdrehen? Na klar. Ab geht die Post. Das mit aufdrehen versteht er nicht. Das auch. War zu viel. Sieh, ich glaube, das war zu viel. So. Jungs, ihr müsst die liegen. Einen Schnaps. Die sind beide umgefallen. Finn und Carsten. Oh, scheiße. Ja, die liegen jetzt beide hier. Toll. Das war zu viel, Steven. Ich ruf die 9. 9. Was war die Nummer? Ich hab's vergessen. 9. 9. 2. Ach so, ja. Warte, ich ruf schon an. Ey, hier ist Harriet. MD11 oder so. Hier sind schon wieder zwei bei der Hochzeitsfeier umgekippt. Ihr müsst kommen. Ja. Wo seid ihr denn gerade? 5151 ist das, glaube ich. Sag denen, der Herr mit Zylinder weist sie ein. Ja, zu viel gesoffen, Mann. Ja gut, geht's, also sind die bewusstlos oder? Ja, die sind bewusstlos, aber die atmen noch. Kann ein bisschen dauern, ja, wir haben Stress hier. Jo, bis später. Ja, vielleicht ist ja nochmal schnell eine Tanke vorbei. Sie brauchen noch. Ja, die brauchen noch. Lass sie einfach liegen. Ihr müsst gucken, ob die atmen. Warte mal, ich mach mal hier bei Finn, ich hab die Seitenlage oder so. Ups! Entschuldigung, Finn. Ich jetzt mein Kleid da so drüber. Oh Gott. Ich steck Carsten mal ein bisschen. Oh Gott, nein, ich nehme mal nicht mein Kleid. Ach du Scheiße. Gott, gut, dass er gerade nicht guckt. Shit.
So, Finn, Kopf über Schrecken und Zunge raus da. Ich wollte bei Finn schon immer mal Mund rumpuppeln, mein Gott. So, der atmet auf jeden Fall. Jetzt bei Carsten hier. Warum arbeite ich eigentlich schon wieder? Ich habe Freizeit, Mann. Ich habe Carsten schon nicht stabil gelegt. Ja, perfekt. Atmet er noch? Ja, ja, nochmal. Alles klar. Hallo, Harriet. Hä? Wer hat Hallo, Hallo Harriet gesagt? Ich habe Hallo, Harriet gesagt. Jo, hi. Hallöchen. Jimmy. Hallöchen. So. Oh. Ey. So. Ach, hier. Mach mal auf, Finn. Dabei hast du schon Schuhe an. Ja, nein. Ja, mit dem Wasser muss man aufpassen manchmal. Ja, schmeckt das schon. Hab's halt ein bisschen erregt. Wir brauchen hier nur eine Sake für alle. Jo, mehr Alkohol. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Eine Sake habe ich nicht. Finn. Ich komme. Ich kann euch auch direkt Wodka anbieten. Ja, so, Finn, pack mal deine Beine hier. So, ein bisschen ja? Beiseite, dann kann ich mich hier wieder hinsetzen, mein Gott. Bin nicht zum Arbeiten hier. Eigentlich bin ich nicht zum Arbeiten. Ja. Ein Bein steht sich schlecht und ihr habt auch zwei Hände. Perfekt. Ja, nee. Das war unbequem. Ach, scheiße. So. Wie denkt ihr eigentlich? Und geht's den beiden gut? Jo, die Arme beide noch, ist kein Problem. Ja, sehr gut. Ja, ja, ja. Ich glaube, das MT schafft, ich wach bestimmt selber irgendwann auf und das MT kommt später oder so. Das kann gut möglich sein, ja. Ey. Oh. Ja, ich brauch grad ein bisschen Körperbeherrschung. Oh, ist ein bisschen glatt hier. Ja, ja. Was kann ich Ihnen Gutes tun? Ja, weißt du, was immer hilft, wenn man zu viel getrunken hat? Wer ist denn? Ich hab. Och nee, nicht schon wieder die Kombination aus, ich trinke was und krieg irgendwelche Sachen zugesteckt, die ich rauchen soll. Das kenne ich nee, schon. Das ist nur da fange ich nur wieder an, mich auszuziehen, lass das passieren. Nein, die ist so nüchtern, was? Ja, das ist eine schlechte Kombi. Ja. Nee, nee, gib einen Grund, warum ich das Kleid noch an. Auch wenn es das ruiniert hat. Aber danke. Na gut, ich brauche auch mal ein bisschen Entspannung zwischen der Arbeit. Jo, kein Problem. Ui. Aber direkt. Noch mehr Alkoholdrogen. Ja, ich möchte nicht mehr, deswegen trinke ich jetzt auch nichts mehr. Ich nüchter gleich wieder aus. Naja, ja. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte nicht mehr erstens, dass sich das dreht, weil das macht mich echt fertig. Ich glaube, das war auch der Grund, warum John das wollte. Perfekt. Weil ich ihm gesagt habe, dass dieses Drehen, das geht gar nicht mehr. Und ich werde jetzt sicherlich kein Joint rauchen. Na guck mal, Finn bewegt sich ein kleines Stückchen. Ja, sehr gut. Ja, du kannst dein. Ja, klar, du kannst deinen Koffer auf meinen Schoß legen, Finn, das ist okay. Ja, komm her. Wird alles wieder gut, Finn, ist gar kein Problem. Wird alles wieder gut. Noch ein für mich? Das passiert mal. Wenn man so bodenständig ist, dann trinkt man auch mal zu viel. Das ist total normal. Ich tu mal eben die Kollegen ab, okay? Ah, ja! Kann, ja! Kann jemand die Medics reinlassen? Ja, ja, ich mach das. Super! Kann grad nicht, ich hab einen Finn auf meinem Schoß liegen. Ja, kommen die jetzt mit dem Boot? Oh mein Gott. Finn, du musst da jetzt aber nicht brechen, oder? Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Ach, es wäre okay. Ich kann es ja wieder auswaschen direkt. Hotbox mal anders. Scheiß doch drauf. So, ich bin ganz schön betrunken. Jo, die Kollegen werden das gleich erfahren, Carsten. Keine Sorge. Heißt, ah, ich hab Party, müssen wir einmal die Woche auf feiern hier. Die Kollegen ist mir egal. Ich hab keinen auf. Kommen jetzt gleich am besten irgendwie. Ich hab so ein bisschen was getrunken, aber nicht viel. Nein. Nö, so ja. 2-3 Flaschen Wodka ist nicht viel. Ja. Also noch ein bisschen mehr. Oh, ich hab mich betrunken, nein, auf der Hochzeit von meinem Chef. Wisst ihr, was das Schönste ist? Die Medics müssen jetzt ins Wasser. Ach, soll ich hier eine Kippe geben oder so? Die müssen ins Wasser. Das geht gar nicht anders. Das wird jetzt eine Wasserrettung. Dann werden die nass. Ja, die kommen ins Schlauchboot. Ja.
Ich hoffe, da eine Paddelboote oder so, dass hier reinpasst. Oh, Jetski, das wär's doch jetzt. Oh mein Gott, ja. Oh, ich muss mir Jetski kaufen. Ich will Jetski fahren. Ja, Jetski fahren wäre super. Jetski fahren. Wollen wir Jetski fahren? Ich glaube, ich kaufe mir ein Boot. Jetski fahren. Ja, wir kaufen einen Jetski und ein Boot und dann fahren wir raus. Ich will jetzt schon gerne Jetski fahren, ja. Ja, ach, Finn. Ja. Ich glaube, Finn, wir fahren mal gleich Jetski. Na, ab ins Wasser mit euch. Haben sie gefunden. Sehr gut. Wir fahren gleich Jetski. Oh. Bin ganz schön neben der Spur irgendwie, aber Jetski fahren würde jetzt gut tun. Oh, stell dir mal vor, wir alle drei auf dem Jetski. Ihr Hintern! Ja. Ja. Und Harriet fährt, und Harriet fährt. Und hier haben die Steine noch. Warte mal, ich steh mal auf, dann seh ich, wo die sind. Ey, hier! Hier liegen die. Ja, liegen zwei. Jo, schön langsam in die Steine, das ist glitschig. Lass mal die Kollegen hier immer eben kurz. Jo, ich glaube, sorry Finn, den Kopf musst du kurz einmal... Okay, danke. Ja, ich krieg das schon hin. Ups, geht's dir gut? Ja, ist alles gut für das. Kein Problem, wir kümmern uns jetzt erstmal um dich. Ich hab ein bisschen getrunken. Wunderschön, guten Abend zusammen. Jo, bis eben waren sie bewusstlos, das ist schon wieder besser geworden. Treiben lassen. Jo. Bis eben waren sie noch bewusstlos, ich schwör. Ich hol mir den Magen aus und dann trinke ich weiter. Ich hol mal kurz Kochsalzlösung. Ach Gott. Kochsalzlösung. Wieso liegen hier jetzt drei Wasser? Ach Gott. Ey, Jungs, aufschau. Nein, du treibst hier jetzt nichts mehr hin. Warum muss ich eigentlich jeden Abend arbeiten? Kann ich nicht einmal Freizeit haben? Oh. Einmal Freizeit. Das ist schön. Mein Kopf kommt immer hoch. Ja, John, das ist ein bisschen eskaliert hier. Guck mal, wie viele Leute hier rumliegen. Ich sehe es gerade. Oh. Was machst denn du jetzt? So, alle, die eine Kochsalzlösung brauchen, einmal hier an den Rand. Ich habe 7 Stück mir eingepackt. Die können sich laufen, krass, Max. Ja, deswegen einmal unter die Arme und hier auf zu mir hin. Alles gut, John. Alles gut. Ja. Was wird das hier? Ich hab bloß 3. Ja, mir geht's gut. Wir haben uns nochmal treiben lassen. Alles gut. Okay. Einfach mal treiben lassen. Ich nehme 2, wenn du 2 hättest. Oh, Carsten und Finn waren ohnmächtig. Das war alles okay. Die waren ohnmächtig. Die waren ohnmächtig. Ich hab sie hier schon wieder Seitlage. Kopf überstreckt. Da ein bisschen Kotze rausgeholt. John, hier. John. Ja. Was? Fox, hast du ein Defi dabei? Hab ich? Nein, Carsten, nicht hast Defi. Du nicht bei der Rede zugehört? Ich hab gesagt, John ist ein Mann des Timings. Hab ich dir gesagt. Oh, ich hab's hier. Oh, ich würde schon immer mal gern sagen, alle weg vom Patienten. Alle weg vom Patienten. Oh, kannst du den Schluss nochmal machen, Finn? Ja, natürlich. Spaß, oder? Siehst du? Kannst du das nochmal machen? Ja. Oh, waren das die gleichen? Schönen Abend nochmal. Haben schönen Abend. Das wäre lustig. So, wer braucht Kochsalzlösung? Was wollte der Schöner jetzt? Krankenhaus, ich will hier bleiben. Telefonieren. Es ist Kochsalz. Lass hören. Okay. Ich schwör schon, ich hab gut aufgepasst. Habt ihr Kochsalzlösung hier oder ich hab hier 7 Stück? Ja, ich hab schon angehängt. Alles okay, perfekt. Ich auch. Wo sind hier noch Alkoholleichen? Ich kümmere mich um die anderen. Wo rennst du denn jetzt hin? Arbeiten. Ach schon, sind wir mal auf. Haben wir doch alles schon im Griff da. Mir geht's doch schon wieder gut. Hier geht's doch schon wieder gut. Ach, guck mal. Markus, ich find's... Kochsalz. Ja, bitte. Ja, ich find's schön, dass du deine Krawatte anhast. Hock dich nach hinten. Das ist gut. Wo ist hin? Warte. Ab auf den Tritt mit dir. Ja, ist ja gut. Schrei mich nicht an. Mann. Noch schrei ich dich nicht an. Huch. Oder bin ich fast auf den Fall übergekippt. Komm, gib mal dein schönes Patschehändchen. Ja, hier bitte. Gut. Leck den Zugang. Naja. Das Wasser ist warm, die Wehen sind super. Ich sehe es. Mhm. Oh, läuft einmal durch. Danke. Okay. Okay. Ja, was kann ich dir dafür, wenn John sagt, trink jetzt mit mir, dann muss ich trinken. Warum denn auch nicht? Eben. Und ja, die Krawatte ist super. Ja, echt? Ich war nur zu faul, die auszuziehen. Und dann, die kriegst du auch nie wieder dran. Und dann wollte
direkt danach noch einen Moonshine mit mir trinken und Steven so, da, ihr trinkt jetzt bitte keinen Moonshine. Ja, ihr trinkt nach Wodka gar nichts. Yes, schon weiter aber mit mir, ich hätte es gemacht, wir waren kurz davor. Ja, danach liegt ihr hier. Jo. Da geht halt wirklich gar nichts, nicht mal ein Cocktail. Der Wodka ist übel. Danach der hast du erstmal Viertelstunde Pause. Steven ist so ein schlechter Barkeeper, der steckt mir die ganze Zeit weiter. Der steckt mir die ganze Zeit Alkohol zu. Ja, mir auch. Ich kann Schnapsladen nachher aufmachen. Ja, was denkst du, woher kommt mein Kühlschrank kommt? Denkst du, ich habe das mir alles gekauft? Ja. Nee. Oh. Also ich habe die 50 Tequila gekauft, der Rest ist, ja. Steven! Guter Barkeeper. Wer hätte gedacht, dass das schon wieder eskaliert, wenn wir dabei sind, also wirklich. Naja, ich habe keinen Dollar dabei. Ich habe mich noch nicht ausgezogen. Kann man noch ändern, sagst du, oder was? Oh, das fehlt doch. Okay. Nein, keine Dollar. Heute ist Dollarfreizone. Das hat sogar John akzeptiert, nachdem er mir einen Dollar gegeben hat. Heute ist nicht mehr heute. Heute ist immer noch Dollarfreizone. Alles gut. Ich hab's Auto hier. Ich fahr dich später runter. Machen wir fix einen Schlüssel und danach, ja. Ja, mal gucken. Nö. Die Aussage war, ich verspreche dir, wenn du mich nicht zum Trinken zwingst, dann ziehst du bei uns ein. Ich kann ja trotzdem bei euch einziehen, kann aber heute woanders schlafen, oder nicht? Ja. Von wem willst du dich abschleppen lassen? Ausweis groß. Bestimmt. Das stimmt. Muss ich auf dich aufpassen, oder kriegst du es hin? Ach, das wird schon. Ach, wird schon schief gehen, sagst du? Das wird schon. Wird schon schief gehen. Ja. Oder meinst du, da ist einer dabei, von dem man sich nicht abschleppen lassen sollte? Da sind einige dabei, von dem man sich nicht abschleppen lassen sollte, aber das ist ein anderes Thema. Von wem denn nicht? Auf jeden Fall alle, die eine Plus 1 haben. Ach so, meinst du? Doch, frage ich doch nicht. Weiß nicht, ob du dich von Carsten abschleppen lassen willst, das ist ein anderes Thema. Oh Gott, der klebt immer wie eine Klette. Hilfe. Oh, viel besser. Ja, dann kleb dich an uns dran. An wen jetzt? An uns? Wer ist uns? Ich bin mit John gerade unterwegs. Ja, ich wollte ihn mit mich ausgeschlossen. Ja, weil Nami mit dabei war. Und da ist halt schwierig. Ich hab mich einfach ausgeschlossen. Ich schließe dich doch nicht aus. Doch, ich hab ihn einfach weggeschickt. Stehen bleiben. Okay. Stehen bleiben. Ja, ich schließe dich nicht aus. Okay, John hat dich einfach ausgeschlossen. Nein. Echt? Ein Brautpaar darf man nicht trennen. Nicht an ihrer Hochzeit. Na gut, das stimmt wieder. Ja, heute ist gar nicht mehr Hochzeit. So, jetzt hast du es wieder. Ja, dann ist aber heute auch keine dollarfreie Zone mehr. Ah, verdammt. Ja, ist okay. Bleib doch hier. Wo ist John jetzt hin? Arbeitet er immer noch? Gerade noch. Er muss aufhören zu arbeiten. Ja, ich arbeite auch. Wir haben gerade noch... Ja, ich habe auch gearbeitet. Da sind zwei Leute bewusstlos geworden neben mir. Was soll ich machen? Liegen lassen. Nee, wir haben noch zu dritt kurz Madame besucht. Ach so. Ja. Geht sie gut? Ich hätte sie auch gern besucht. Sie schläft. Können wir später noch machen. Müssen eh in die Richtung Schlüssel machen. Stabil, wie gesagt, ja. Was? Ja, die Werte sind... Also, hast du eine Ahnung von Werten? Ja, klar, ich lese... Hey, ich habe mega viele Bücher gelesen. Dann guck mal hier drauf. Ich war mal so frei und habe mich heute nicht ausgelockt vom, Dienstaccount. Mhm. Das ist bestimmt auch verboten. Nicht illegal, sagen wir es mal so. Ja, aber verboten ist es trotzdem. Steht nirgendwo in der Vorschrift. Nur, ich sollte damit keinen Passanten alles zeigen. Mhm. Ja, hier sieht doch aber eigentlich ganz okay aus. Ja, Entzündungswert ist okay. Okay, super. Druck ist okay. Jetzt ist nur die Frage, was alles kaputt ist. Ciao, ciao. Ach so. Was? Ciao, ciao? Ach so, es sah so aus, als würde dir gehen. Nein, wir wollten hier nochmal kurz an die Quelle. Achso. Ich bin schön, dass du den Tipp mit dem Zylinder angenommen hast. Ey, Carla. Ob dich dazu. Ist er doch wieder da? Ja, ich hab Befehle gekriegt. Ernsthaft? Ob dich auf dem Dritt oder dahin. Darf nicht arbeiten. In der Nähe vom RTW, dann kann ich die Scheiße aufnehmen. Oh mein Gott, was arbeiten? Ja. Na gut, ehrlicherweise haben wir gerade alle gearbeitet, die hier stehen, aber ist egal. Ich frag gar nicht, warum hier ein RTW auf dem Hof steht. Oh, vor allem, wie er hier hingekommen ist. Oh,
Ihr wart im Wasser, also sind eure... Harriet, hast du getrunken? Perfekt, ich treffe... mir geht's schon viel besser. Ich habe eine Kochsalzlösung bekommen von da drüben und vielleicht war ich kurz betrunken. Bitte schön. Ja gut, die bleiben erstmal hier, solange ihr die Kochsalz... Es war John, ich kann nicht zu John Nein sagen, wenn ihr mir sagt, wir trinken jetzt eine ganze Flasche Wodka zusammen, dann kann ich schlecht Nein sagen. Ja, ja, hier. Aus dem gleichen Grund stehe ich hier. Also, Kaninchen ist da. Ich gewöhne mich nie an das Pieksterchen. Kenn ich. Nee. So, häng dran. Und das ist jetzt das Infusionsmobil hier? Ja, ja, das ist das Infusionsmobil. Ist es. Scheiße, Connor, du hast doch gesagt, du willst halt nicht mehr arbeiten.